Hallo, herzlich willkommen, Oliver Schirmer hier. Heute geht es darum, warum die meisten Networker scheitern und darum, wie du es schaffst, nicht zu ihnen zu gehören, wie du es schaffst, deine Ziele tatsächlich zu erreichen. Und es gibt einen Hauptgrund meiner Meinung nach, warum die meisten Networker kein oder nur wenig Geld verdienen. Und das ist einfach, weil sie sich kein klares Ziel setzen. Und jetzt höre ich schon den Aufschrei. Viele werden jetzt an dieser Stelle denken oder auch sagen, aha, das ist doch ein alter Hut. Natürlich braucht man ein Ziel. Aber erstaunlich ist immer nur, dass immer wenn ich mit jemandem spreche, ja, und jeder auch angeblich weiß, ja, dass er sich ein Ziel setzen muss, mir oft diese Frage gar nicht konkret beantworten kann. Wenn ich frage, was ist denn dein Ziel? Was willst du erreichen? Sei es mit dem Blogartikel, mit deinem Blog, mit deinem Network Marketing. Was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Und wenn ich dann noch die Übung, die ich dir im Folgenden zeige, vorschlage und immer und dann mit dieser Person immer machen möchte, ja, dann merke ich, wie man auf einmal das Ganze schnell übergehen will und sagen will, ja, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Aber hier ist die Frage, wenn du es kennst und wenn du schon weißt, warum tust du es nicht? Und dann kommt oft, wenn mal jemand ein Ziel hat, kommen oft Allgemeinsätze wie, ja, ich will mehr Geld, ich will mehr Urlaub, aber irgendwie nichts Konkretes. Und ich stelle mir dann immer oft die Frage, ja, warum ist das so? Ist das die Angst davor, sich klar zu machen, wenn man ein Ziel nicht erreicht? Was ist es? Ich persönlich kann es nicht beantworten. Ich kann es mir nur damit erklären, dass Menschen einfach Angst haben, sich der Verantwortung zu stellen und einfach auch daran gemessen zu werden, ihr Ziel nicht zu erreichen, ja, oder ihr Ziel eben zu erreichen. Und wenn du Erfolg haben willst, dann ist es einfach wichtig, dass du dir ein klares Ziel setzt. Und auch ich verfehle manchmal meine Ziele, aber ich weiß, was ich will und ich setze mir da auch konkrete Ziele. Und dann ist es wichtig, dass du es tust. Am besten jetzt sofort, keine Ausreden mehr. Und ich zeige dir jetzt im Folgenden, wie du dir ein Ziel richtig setzen kannst, damit es dich motiviert und dass es dich dahin bringen kann, wo du hin willst. Und eins vorab ist ganz wichtig. Du musst in die Umsetzung kommen. Du musst es tun. Du brauchst nicht erst tausende Bücher studieren, Strategien lernen. Fang an, die Dinge einfach umzusetzen und korrigiere dann unterwegs. Woher sollst du denn sonst eigentlich wissen, in welche Richtung, ja, du Veränderungen vornehmen musst? Wenn du es nicht tust, dann kannst du nicht wissen, wo du verändern musst. Und erfolgreiche Menschen handeln, obwohl sie den Weg ja gar nicht genau kennen. Was sie aber genau kennen, ist das Ziel. Nur der Weg ist manchmal nicht ganz klar. Und du kannst eben nur die Sachen verbessern, die laufen. Also, das ist der Schlüssel, notiert er das. Kenn dein Ziel, dann tu's und gib Gas. Okay, und wie geht jetzt so eine erfolgreiche Zielsetzung oder wie kannst du dir ein Ziel setzen, was dich tatsächlich motiviert? Wichtig ist, nimm dir ein Blatt Papier oder besser noch ein Notizbuch zur Hand, nimm dir einen Stift und mach diese Übungen unbedingt schriftlich. Okay, Schritt 1. Nimm dir jetzt dein Notizbuch, nimm dir einen Stift und schreibe auf eine leere Seite mit ganz großen Buchstaben den folgenden Satz. Was will ich wirklich? Fragezeichen. Was ist es, was ich ganz genau will? Stelle und beantworte dir die Frage so oft und so lange, bis du ganz genau für dich weißt, was du willst. Notiere dir den monatlichen Geldbetrag, den du brauchst, um diese Dinge in dein Leben zu holen. Okay, notiere dir jetzt den Geldbetrag, den du in den nächsten Tagen monatlich verdienen willst. Und dann schreib drunter, mein monatliches Einkommen nach 90 Tagen beträgt zum Beispiel 10.000 Euro. Und dann notiere ebenfalls das Datum, an dem die 90 Tage um sind. Also, stopp jetzt diese Audiodatei, stopp jetzt dieses Video und mach die Übung. Okay, ich hoffe, du hast die Übung gemacht. Als nächstes, in der nächsten Übung, sammelst du Gründe dafür, warum du diesen Geldbetrag willst. Zum Beispiel, weil du dich gut fühlst dadurch, weil du deine Rechnungen bezahlen kannst, weil du dir ein neues Traumauto kaufen kannst. Mach jetzt wieder hier Stopp und sammle jetzt die Gründe, warum willst du diesen Geldbetrag. Okay, ich hoffe, du hast auch diese Übung gemacht. Die dritte Übung sieht folgendermaßen aus. Notiere dir, woran du erkennen wirst, dass du dein Ziel erreicht hast. Was wirst du sehen? Was wirst du hören? Was wirst du fühlen? Notiere dir einfach die Beweise, die du sehen wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast.
Wie viel und durch was kommt das Geld zu dir? Welche Personen sind bei dir? Wie lebst du? Ja, wo lebst du? Was tust du täglich? Nimm dir jetzt Zeit, beantworte die Frage schriftlich. Okay, im nächsten Schritt notierst du dir, wie du dich belohnen wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und das solltest du im Übrigen immer tun, wenn du ein Ziel erreichst, dich auch dafür belohnen. Also, was wirst du dir Gutes tun? Notiere es jetzt. Im nächsten Schritt, also ich hoffe, du hast die Übung gemacht, und im nächsten Schritt notierst du dir, wie wird deine Umgebung aussehen, wer wird bei dir sein, wenn du dein Ziel erreicht hast, was werden diese Menschen zu dir sagen, was werden andere Menschen über dich sagen. Geh mal so in die Sichtweise, wie so ein Detektiv, indem du dich selbst beobachtest. Ja, also was wirst du den ganzen Tag tun? Was werden die Menschen über dich sagen? Okay, mach die Übung ebenfalls schriftlich. Okay, ich hoffe, du hast die Übung auch gemacht. Im nächsten Schritt schreibe jetzt deine Geschichte aus diesen Antworten. Schreibe, als wäre alles bereits Realität und so schreibe die Geschichte so, dass du beim Lesen die Bilder in deinem Kopf siehst. Warum? Ganz einfach, dein Unterbewusstsein oder beziehungsweise die Sprache deines Unterbewusstseins sind Bilder. Ja, und du willst dein Unterbewusstsein damit darauf programmieren, dass es dir dabei hilft, auch dein Ziel zu erreichen, okay? Also, schreibe die Geschichte so, als wäre es bereits real und so, dass du die Bilder im Kopf siehst, dass du fühlst, ja, dass du quasi in dieser Geschichte drin bist, dass die Geschichte so lebendig wie möglich ist. Deine Geschichte könntest du zum Beispiel so anfangen. Mein Name ist Oliver Schirmer. Heute ist der 16.07.2014 und ich wache auf und werde durch die Sonnenstrahlen, durch die Jalousien geweckt und Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt erzählst du einfach, was du siehst, was du fühlst, was du tust, ja? Leg da so viel Emotion rein, dass du die Bilder wirklich siehst, dass du das alles wie auf einer Leinwand vor deinem Auge abläuft. Und im nächsten Schritt lest dir die Geschichte jeden Tag vor. Mach das so oft du kannst und willst und versetz dich so gut wie in die Geschichte hinein. Und dann im Anschluss, wenn du das gemacht hast, visualisiere das Ganze. Lass die Geschichte ja mit dir in der Hauptrolle vor deinen Augen ablaufen. So, und das war jetzt der eine Teil der Medaille. Jetzt kommt der andere. Diese Geschichte wird so lange eine Geschichte bleiben, bis du sie in die Realität umsetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass du jetzt in Handlung kommst, dass du jetzt handelst. Erstelle einen Aktionsplan. Ja, nimm dein Zieleinkommen nach 90 Tagen und teile das durch 31. Zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienen willst, teile es durch 31, dann weißt du, dass du 325 Euro pro Tag circa verdienen musst. Und jetzt überlege dir, was du tun kannst, damit du heute 325 Euro verdienst und am besten dadurch, dass du Wert im Leben anderer Menschen schaffst. Stelle dir diese Frage täglich. Wie kannst du heute diese 325, Euro verdienen? Leg los, gib Gas, tu es. Ja, das war's soweit fürs Erste. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir weitergeholfen. In diesem Sinn alles, alles Gute und viel Spaß beim Handeln. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.